Ich habe die große Ehre und Freude, Ihnen erstmal noch verspätet, aber es lohnt sich noch, ein frohes neues Jahr zu wünschen und Sie hier im Namen der vier Veranstalter und Veranstalterinnen, nämlich den Stadtbüchereien, dem Düsseldorfer Aufklärungsdienst, Mosaik e.V. und dem Düsseldorfer Appell Respekt und Mut besonders herzlich in der Zentralbibliothek willkommen zu heißen. Aha, jetzt wird es noch lauter. Vielen Dank. Wir alle setzen uns in Düsseldorf ein für Toleranz, Vielfalt, gelebte Demokratie und Meinungspluralismus. Mit unseren Programmen und Aktionen möchten wir aufklären, informieren, zum Dialog und zu Diskussionen einladen. So passt der heutige Abend besonders gut in unser aller Konzepte. Sie erinnern sich vielleicht, vor 5 Jahren, am 7. Januar 2015, erschütterte das Attentat auf die Redaktion der französischen Wochenzeitung Charlie Hebdo in Paris die Welt. 12 Menschen wurden von 2 islamistischen Attentätern ermordet, weil sie mit der Zeitschrift Charlie Hebdo Meinungen und Positionen in der Tradition der europäischen Aufklärung vertraten. Dieses Ereignis kann auch symbolisch stehen für eine islamisch geprägte Welt, die sich am Scheideweg befindet. Ein Teil der Muslime ist entschlossen, am Aufbau einer säkularisierten Moderne festzuhalten. Ein anderer Teil treibt die Durchsetzung einer islamistischen normativen Ordnung voran. Auch in Deutschland ist diese Spaltung evident, fordern Vertreter des politischen Islams die Gesellschaft heraus. Staatlichen Akteuren fehlt manchmal das Wissen, um zu erkennen, mit wem sie kooperieren, und so arbeiten sie den Extremisten in die Hände. Diese These vertritt unser heutiger Gast, Professor Dr. Susanne Schröter, in ihrem aktuellen Buch Politischer Islam – Stresstest für Deutschland. Hinten gibt es einen ganz tollen Büchertisch. Natürlich wird dieses Buch dort verkauft und es wird auch heute signiert. Frau Schröter ist Direktorin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam und seit 2008 Professorin für Ethnologie kolonialer und postkolonialer Ordnungen an der Goethe-Universität Frankfurt. Sie ist unter anderem auch Vorstandsmitglied des Deutschen Orientinstituts und Mitglied der Deutschen Islamkonferenz. Im Gespräch gleich mit Dr. Lale Akgün rückt sie so manch gutmeinende Annahme über die Grundlagen des politischen Islam zurecht und beleuchtet die versteckten Strategien und Ziele seiner Akteure. Ja, ich möchte jetzt gar nicht so viel verraten. Ich glaube, ich habe schon ganz viel verraten. Jetzt noch ein paar Worte zu Dr. Lale Akgün. Beide haben ja schon Platz genommen auf der Bühne. Frau Akgün studierte Medizin und Psychologie und leitete das NRW-Landeszentrum für Zuwanderung und war Bundestagsabgeordnete und migrationspolitische Sprecherin sowie Islambeauftragte der SPD. Sie ist außerdem sehr erfolgreiche Autorin und Herausgeberin zahlreicher Bücher, wie zum Beispiel 2018 erschien Platz da, hier kommen die aufgeklärten Muslime. Schluss mit der Vorherrschaft des konservativen Islams in Deutschland. So, bevor gleich Frau Schröter hier an meiner Stelle steht und in das Buch einführt, danach werden die beiden ein Gespräch führen und nicht, dass sie meinen, sie kommen gar nicht zu Wort. Es wird nachher auch ein Publikumsgespräch geben, aber es ist klar, wir sind sehr viele. Also wie ich sage schon vorher, überlegen Sie sich gut, was Sie fragen. Kurze Fragen, prägnante Fragen, weil das Team vom Düsseldorfer Aufklärungsdienst und wir hier vorne werden da sehr streng, glaube ich, darauf achten müssen, dass wir den Abend einigermaßen gut in der Fülle zusammen über die Bühne kriegen. So, jetzt das Allerwichtigste. Bitte heißen Sie mit mir gemeinsam mit einem herzlichen Applaus ganz herzlich willkommen, Professor Schröter und Dr. Lale Akgün. Ich wünsche einen spannenden Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich ganz außerordentlich, dass ich heute Abend hier bei Ihnen sein kann, bei Ihnen in Düsseldorf, und Ihnen ein bisschen was aus meinem Buch vorstellen kann und nachher mit Lale Akgün über einige Sachen diskutieren kann und danach natürlich auch mit Ihnen. Ich bin ganz begeistert, dass so viele von Ihnen heute Abend gekommen sind. Freue ich mich ganz außerordentlich darüber, dass das Thema auf Interesse stößt. Ich denke, es sollte uns interessieren, weil es mit der Zukunft dieses Landes in ganz enger Verbindung steht. Die Frage,
wie hier unsere Gesellschaft, die eine Einwanderungsgesellschaft ist, wie die sich gestaltet, welche Rolle hier radikale Akteure spielen von unterschiedlichster Seite. Das ist für diese Gesellschaft, wie sie weiter besteht, von ganz entscheidender Bedeutung. Aber ich will zunächst mal vielleicht erzählen, wieso ich überhaupt dazu gekommen bin, ein Buch über den politischen Islam zu sprechen. Politischen Islam, damit meine ich nicht den Islam. Ich erzähle Ihnen weder im Buch noch heute Abend etwas über den Islam. Der Islam ist eine Weltreligion mit sehr unterschiedlichen Spielarten, unterschiedlichen theologischen Traditionen, unterschiedlichen Lokalisierungen. Das heißt, immer dort, wo sich der Islam beheimatet hat, gibt es wieder mal etwas ganz Besonderes, weil nämlich Traditionen, die vor Ort sind, mit den Theologien auch in gewisser Weise verschmolzen sind. Also es ist nicht mein Interesse, über den Islam zu sprechen, sondern über eine Spielart, die ich für außerordentlich problematisch halte. Ich habe diese Spielart kennengelernt, als ich Professorin für Südostasien-Studien war und mit dem Zuständigkeitsbereich insulares Südostasien, das heißt Indonesien, die bevölkerungsreichste muslimisch geprägte Nation der Welt, aber auch Brunei, Malaysia, der Süden Thailands, der Süden der Philippinen. Und da habe ich festgestellt, dass sich der Islam, der dort immer als besonders moderat, besonders tolerant gepriesen wurde, Indonesien galt als das Land des lächelnden Islam, dass sich dieser Islam in ganz kurzer Zeit extrem radikalisiert hat. Und ich konnte wirklich tatsächlich vor Ort mir anschauen, was das bedeutet, ja, dass die Rechte von Frauen, von religiösen Minderheiten im Zeitraffer erodiert sind, abgeschafft worden sind, dass Schleierpflicht für Frauen erlassen worden ist, mittlerweile sogar in Indonesien in einigen Gebieten für nicht-muslimische Frauen. Was passierte, wenn sich Frauen nicht diesen neuen islamischen Geboten unterwarfen? Ihnen sind im Bus die Haare abgeschoren worden. Sie sind verprügelt worden, also es gab extreme Gewalt und ich habe auch miterlebt, wie es im ganz rechten, gewaltbereiten Dschihadismus, der immer mit einer Stärkung des politischen Islam einhergeht, wie es da zu Anschlägen kam. Der größte und bekannteste Anschlag war der 2002 in Bali, bei dem in zwei Diskotheken über 200 junge Menschen gestorben sind, aber es gab auch Massaker an christlicher Bevölkerung auf den sogenannten Außeninseln. Ja, mit diesem Eindruck, und ich habe auf der anderen Seite gesehen, dass es auch von muslimischer Seite in Südostasien dagegen Gegenwehr gibt, dass sich Muslime dagegen organisiert haben und gesagt haben, wir wollen doch etwas anderes. 2008 bin ich nach Frankfurt gekommen und da hatte ich die Möglichkeit, mir eine internationale Gruppe von jungen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen zusammenzustellen aus unterschiedlichen Ländern und meinen Forschungsradius sozusagen zu erweitern und habe dann geschaut, was passiert eigentlich in Nordafrika, was passiert im Iran, in der Türkei, im Libanon, in Afghanistan, in Zentralasien. Sind da ähnliche Prozesse, das heißt eine Radikalisierung in einer Richtung, aber auf der anderen Seite auch ein Widerstand, vor allem aus der Ecke von säkularen und aufgeklärten Muslimen. Und habe festgestellt, ja, es gibt natürlich mit Abweichungen, niemals ist ein Land wie das andere, aber wir können diese großen Linien auch da entdecken. Das heißt, eine Radikalisierung des Islam auf der einen Seite und genau das Gegenteil auch auf der anderen Seite. 2011 habe ich angefangen, in Deutschland Forschung zu machen. Ich habe eine sehr lange, dreieinhalbjährige Forschung in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden durchgeführt, eine ethnografische Studie in allen dortigen Moscheevereinen und auch sophistischen Orden. Und auch da war meine Frage, findet man etwas Ähnliches in Deutschland, wie ich das in der arabischen Welt oder in Südostasien gefunden habe? Und auch dort musste ich sagen, ja, genau so ist das. Wir haben diese Strömung des politischen Islam auch bei uns. Und dann habe ich begonnen, mich genau damit zu beschäftigen, was ist das eigentlich, der politische Islam, wo kommt der eigentlich her? Und in meinem Buch fange ich eigentlich an, auch mit den Grundlagen, weil wenn man über so etwas spricht, muss man auch wissen, wovon man spricht. Ansonsten lässt man sich natürlich ganz schön schnell aushebeln. Der politische Islam ist in seinem Kern, seinem theologischen Kern,
islamischer Fundamentalismus. Was heißt das? Das heißt, dass man zwei wichtige Quellen des Islam in einer fundamentalistischen Weise zur normativen Leitlinie, also zur Leitkultur sozusagen, für die Gegenwart nimmt. Und das ist auf der einen Seite der Koran. Und zwar alles, was dort drin steht. Im Koran stehen wie in anderen heiligen Büchern sehr unterschiedliche Dinge. Aber es stehen auch Verse, die die Unterwerfung der Frauen fordern, die sogar gehörsliche Gewalt legitimieren, die antisemitisch sind oder die Mord an sogenannten Ungläubigen rechtfertigen. Das steht im Koran. Wenn man nun alles nimmt und sagt, man kann sich von keinem Text verabschieden, man kann ihn auch nicht hermeneutisch relativieren, dann hat man definitiv ein Problem. Und dann ist es möglich, diese Texte tatsächlich zu benutzen, um unterdrückerisch oder sogar mörderisch vorzugehen. Auch der IS hat im Übrigen alle seine Taten versucht, lückenlos mit islamischen Quellen zu rechtfertigen. Die zweite wichtige Quelle ist Mohammed. Mohammed, der für fundamentalistische Muslime uneingeschränkt als Vorbild in der Gegenwart gilt. Alles, was er getan und gesagt hat, gilt als Vorbild. Und jetzt braucht man nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass auch das ein Problem ist. Mohammed hat im 7. Jahrhundert gelebt, auf der arabischen Halbinsel. Da galten selbstverständlich andere Werte und Normen als heute bei uns. Das ist ja logisch. Ja? Überall galten dort andere Normen und Werte. Es war eine Kriegsgesellschaft beispielsweise. Mohammed hat Kriege geführt. Er hat seine Kämpfer plündern lassen. Er hat die Frauen und Kinder versklaven lassen der unterworfenen Gegner. Er hat selber eine Sklavin gehabt. Mohammed hat mehrere Frauen geheiratet. Das erste Teil seines Lebens in Mekka hat er nur eine Frau gehabt, aber danach, als er anerkannter Religionsstifter, politischer Führer und religiöser Führer war, hat er noch 11 weitere Frauen geheiratet. Die jüngste war noch nicht in der Pubertät. Wenn man sich das alles zum Vorbild nimmt, dann hat man natürlich ein Problem. Medina, wo Mohammed politischer Führer war, war ursprünglich bewohnt auch von 3 jüdischen Stämmen. Er hat diese jüdischen Stämme vertreiben lassen und einen hat er massakrieren lassen. Auch das, wenn man das tatsächlich wortwörtlich nimmt und sagt, das ist alles unser Vorbild, dann hat man ein ernsthaftes Problem. Was ich damit sagen will, ist, der Kern des politischen Islam ist der islamische Fundamentalismus. Fundamentalismen im Übrigen sind in allen Weltreligionen ein Problem. Damit das mal gleich klargestellt wird, das ist kein Spezifikum des Islam, sondern das haben wir auch in anderen Weltreligionen mit auch katastrophalen Folgen. Und dann kommt dazu, wenn man tatsächlich sagt, das 7. Jahrhundert war die ideale Gesellschaft, die Gesellschaft von Medina war die ideale Gesellschaft, da gab es vor allem eins nicht, keine Trennung zwischen Religion und Politik, sondern politische Führer waren auch religiöse Führer. Und da haben wir natürlich dann auch diese politische Ebene des politischen Islam. Das heißt, Akteure, die die Politik im weitesten, Politik und Gesellschaft, dem religiösen Gesetz in einer fundamentalistischen Auslegung unterwerfen wollen. Und diese Richtung des Islam, die geht eben zurück bis in die Frühzeit, aber sie war niemals die alleinige. Andere Strömungen, das ist auch wichtig im Gedächtnis zu behalten. Es gab immer andere Strömungen, die den Islam in einer vollkommenen Weise, anderen Weise auslegen wollten. Vor allem, wenn es Krisenzeiten gab, haben diese fundamentalistischen und politisierten Strömungen allerdings stark an Zulauf gewonnen. Ich will Ihnen nur 3 ganz kurze Beispiele nennen. Das eine war im 13. Jahrhundert, da ist Bagdad, die damalige Metropole der islamischen Welt, von den Mongolen komplett zerstört worden. Wirklich, die Büchereien sind verbrannt worden, die Menschen sind umgebracht worden. Und einer der dortigen Gelehrten, Ibn Tamir, hat sich gefragt, wieso hat Gott das eigentlich zugelassen, wenn Gott doch der Meinung war, die Welt soll muslimisch werden und uns als Muslimen das versprochen hat. Und dann hat er gesagt, die Muslime sind abgefallen vom wahren Glauben, müssen zurück zu den Ursprüngen, so wie ich Ihnen das gesagt habe, zu diesem Fundament des Islam. Ibn Tamir hat sich nicht sonderlich durchgesetzt zu seiner Zeit, aber seine Schriften sind später Referenzquellen geworden. Derjenige, der sich auf Ibn Tamir bezogen hat, war Mohammed Abdel al-Wahhab. Der war derjenige, der den Wahhabismus in Saudi-Arabien im 18. Jahrhundert begründet hat. Und damals hat er
quasi die Grundlage dessen gelegt, was Saudi-Arabien heute ist. Auf der einen Seite ein Klerus, der die normativen Grundlagen der Gesellschaft definiert, und auf der anderen Seite eine weltliche Herrschaft. Aber die Schriften von Ibn Tamir waren eben grundlegend, auch für Wahhab. Und das dritte Beispiel, und das ist für unsere heutige Zeit eigentlich noch viel wichtiger, das war die Entstehung der Salafia. Die Entstehung der Salafia Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, als das Osmanische Reich zusammenbrach. Ja, auch da eine Krisensituation, auch da haben sich die Gelehrten gefragt, wieso hat Gott das eigentlich zugelassen? Und die Antwort war wieder die gleiche, weil die Muslime vom wahren Glauben abgefallen sind. Und da hat wieder die Ibn Tamir, aber auch der Wahhab, die sind da rezipiert worden. Und wieder nicht zu weit jetzt darauf eingehen, in meinem Buch habe ich das etwas detaillierter beschrieben, dass man das nachvollziehen kann, diese Geschichte. Aber schlussendlich als Ergebnis dieses ganzen Prozesses ist dann 1928 die Muslimbruderschaft entstanden. Das ist die islamische Organisation, die bis auf den heutigen Tag die mächtigste ist, die dieses Programm des politischen Islam in allen möglichen Ländern vorantreibt. So, und das, jetzt muss man sich anschauen, und der Untertitel meines Buches heißt Stresstest für Deutschland. Das bedeutet Stress und Umwälzung in einer sehr unglücklichen Weise für viele muslimisch geprägte Länder, aber auch für Europa und Deutschland bedeutet das einiges. Sowohl die Aktivitäten der Muslimbruderschaft als auch der Wahhabiten, aber auch anderer islamistischer Akteure, beispielsweise der Vorfeldorganisation des iranischen Regimes in Deutschland. Wir reden jetzt hier die ganze Zeit über den Iran, und es geht ein bisschen unter. Manchmal taucht es auf, das Islamische Zentrum in Hamburg, das mit einem Staatsvertrag, durch den die Politik da mit der Schura, also mit einer Gemeinschaft muslimischer Akteure verbunden ist, da hat das Islamische Zentrum jetzt plötzlich eine politische Bedeutung, kann möglicherweise sogar Religionslehre an staatliche Schulen entsenden. Aber das möchte ich Ihnen kurz erläutern. Ich habe das in meinem Buch in drei Teile, in drei Kapitel unterteilt. Das eine sind die türkeistämmigen Organisationen. Ich will da nicht näher drauf eingehen. Das ist die DİTİB. Sie wissen alle, die DİTİB ist nichts anderes als eine Dependance eines türkischen Ministeriums. Milli Görüş ist sozusagen der türkische Arm der Muslimbruderschaft. Aber auch eine ganze Reihe von arabischen Organisationen, die viel unmittelbarer noch Muslimbruder geprägt sind. Wir haben übrigens Muslimbruderorganisationen hier seit den 60er Jahren. Sowohl aus Ägypten als auch aus Syrien. Dort gab es seitens der eher säkularnationalistischen Regierung Druck auf die Muslimbrüder, die versucht haben, die Regierung zu stürzen. Und die sind dann geflohen und haben, viele von ihnen haben in Europa und auch in Deutschland Asyl bekommen. Deshalb haben wir hier eine ganz alte Tradition der Muslimbruderschaft. Aber wir haben eben auch eine alte Tradition der iranisch dominierten Organisation. Das Islamische Zentrum in Hamburg ist eine Gründung des Iran, und der Leiter dieses Zentrums gilt immer als Stellvertreter des obersten Führers im Iran. Das heißt, im Moment ist das Ayatollah Khamenei. Und der Auftrag ist, die islamische Revolution, wie sie im Iran durchgeführt wurde, das heißt ein menschenrechtsverletzendes und menschenrechtsverachtendes Regime, diese Prinzipien auch hier durchzuführen. Und es ist nicht nur das Islamische Zentrum, sondern das ist eine große Dachorganisation schiitischer Gemeinden in Deutschland, von denen einige sich sehr weit mit ihren Positionen aus dem Fenster lehnen. Das kann man dann nachlesen, weil sie das auch in den sozialen Netzen oder auf eigenen Homepages positionieren. Da wird regelmäßig die Vernichtung Israels angekündigt. Da wird regelmäßig auch angekündigt, dass man auch hier eine islamische Revolution durchführen möchte, und gibt dann sogar strategische Schritte an, wie das genau abzulaufen hat, dass man die Muslime ihrer Couleur, natürlich nicht die Liberaleren, sondern genau diejenigen, die den Geist der Mullahs hier implementieren wollen, dass die in alle möglichen Organisationen hineingehen, dass sie ihre Normen hier weiter implementieren und dass sie sozusagen
eine Schritt für Schritt die normative Ordnung, die wir hier haben, die demokratische, emanzipative Ordnung verändern. Da sind wir jetzt bei dem Teil, der Stress bedeutet. Ich habe mir angeschaut, wo verursachen islamistische Organisationen und Akteure Stress. Sie verursachen das natürlich auf der einen Seite in ihrem gewalttätigen Bereich, und es gibt keine klare Trennung zwischen legalistischen Islamisten und Salafisten oder Dschihadisten. Man sieht es immer wieder daran, dass in Moscheen, die eigentlich mal alle Partner des Staates sind und sich als demokratisch oder demokratiekompatibel generieren, dass da plötzlich Salafisten eingeladen worden sind. Darauf angesprochen heißt es immer ausnahmslos. Wir wussten doch nicht, wer das war. Also diese Geschichten habe ich selber mehrfach miterlebt. Aber was ich damit sagen will, ist, es gibt eine Grauzone, aber keine ganz klare Trennung zwischen einem gewaltbereiten und einem nicht gewaltbereiten Islamismus. Da sehen wir ja, dass es Stress verursacht. Wir haben jetzt gerade wieder Razzien gehabt in mehreren Bundesländern, weil tschetschenische Islamisten hier Anschläge durchführen wollen. Wir haben es eigentlich permanent. Wir haben einen Höchststand an Salafisten und islamistischen Gefährdern im Moment. Die Polizei ist völlig am Rande ihrer Kapazität. Also das ist etwas, was hier viele beunruhigt und beunruhigen muss. Aber wir haben auch auf einem ganz anderen Spielfeld, zum Beispiel in den Schulen, Stress. Ja, da haben wir Stress, weil zunehmend Eltern, aber auch Schüler anfangen, mit islamistischen Normen andere unter Druck zu setzen. Stichwort religiöses Mobbing. Ich habe in vielen Schulen Interviews geführt, andere haben das auch gemacht. Und da ist einiges gekippt. Ja? Da sind Mädchen unter Druck, die kein Kopftuch tragen. Ja, muslimische Mädchen, die aus säkularen Familien kommen, die da gemobbt werden, denen man sagt, ihr seid ehrlose Schlampen, ihr werdet in der Hölle braten und vieles mehr. Wir hatten verschiedene Übergriffe auf jüdische Schüler und Schülerinnen. Wir haben schon seit langem auch gegen Nicht-Muslime insgesamt Mobbing mit der Begründung immer, das sind ja alles nur dreckige Ungläubige. Auch das ist in Schulen sowohl von Schülern als auch von Lehrern und Lehrerinnen immer wieder gesagt worden bei Interviews. Da haben wir definitiv ein Problem. Wir haben ein Problem bei dem Ausschluss von Mädchen vom Schwimm- und Sportunterricht, von Klassenfahrten. Wir haben Probleme mit dem Fasten von Kindern während des Ramadan, also Kinder, die im Wachstum sind, Kinder, die in der Schule mitmachen müssen, etc., etc. Habe da in meinem Buch einige Beispiele gebracht, wo man das dann nachlesen kann. Das verursacht enormen Stress in den Schulen, und das verursacht auch, dass für Brennpunktschulen es zunehmend weniger Menschen gibt, die dort Lehrkräfte sein wollen. In Hessen beispielsweise sollen viel mehr Lehrkräfte eingestellt werden, weil wir da einen großen Mangel haben, als es überhaupt Menschen gibt, die sich für bestimmte Schulen bereit erklären. Weil viele sagen, das ist mir zu viel Stress. Ja? Und da sehen wir, dass das im Bildungssystem, und das ist ja sozusagen die Basis dessen, was wir für die Zukunft brauchen, wir brauchen gut ausgebildete junge Leute, dass da einiges schon ins Rutschen gerät. Also das verursacht definitiv Stress. Aber wir haben auch an den Universitäten immer wieder Forderungen, Gebetsräume einzurichten. Mal geht's gut, mal geht's nicht gut. Wir haben viele Fälle gehabt, wo Gebetsräume genutzt worden sind, um islamistische Propaganda zu machen, um gegen andere vorzugehen. Auch an meiner eigenen Universität gibt es einen Gebetsraum, in dem in arabischer Schrift im Gästebuch stand, mach dir nicht die Ungläubigen zu Freunden, dass du nicht wirst wie sie. Ich habe das gar nicht entdeckt. Das hat Jill Capel, den ich mal eingeladen hatte, der diesen Gebetsraum besucht hat, hat das fotografiert, gesagt, Frau Schröter, haben Sie das schon gesehen? Hatte ich nicht gesehen. Also, was ich damit sagen will, ist, da passiert mit Toleranz nicht immer unbedingt das Beste. Und das verursacht natürlich auch in der Zukunft enorme Verunsicherung. Ja, das Problem ist, dass staatlicherseits und auch seitens der Kirche man gerne möchte, dass Muslime in verschiedenen Formaten partizipieren. Da ist überhaupt nichts gegen zu sagen. Nur
suchen staatliche und kirchliche Organisationen und Funktionäre gewöhnlich organisierte Muslime. Es gibt aber im säkularen oder liberalen Bereich keine nennenswerten Organisationen, die vergleichbar sind mit den Organisationen des politischen Islam. Das ist völlig klar. Auf der einen Seite, weil es diese Organisation durch eine staatliche Struktur im Ausland bereits gibt, also die DİTİB beispielsweise, damit kann man nicht konkurrieren, die hat der türkische Staat aufgesetzt und finanziert und organisiert, das macht so eine kleine säkulare Gruppe nicht. Die Organisationen des politischen Islam haben eine lange Tradition und sie und ihre, zumindest ihre Funktionäre, sind absolut davon überzeugt, dass es sich lohnt, dafür sehr viel Zeit aufzuwenden. Und das habe ich bei meinen eigenen Forschungen gesehen. Das ist tatsächlich enormes Engagement, ehrenamtliches Engagement für diese Gemeinden, weil man der Meinung ist, dass das Leben nur in diesem religiösen Rahmen einen tatsächlichen Sinn hat und dass man eben diese islamischen Gemeinden auch ausdehnen möchte. Man möchte, dass die Jugend nicht verloren geht. Man bietet einen rundum Sorglospaket an für Kinder und Jugendliche, von der Hausaufgabenhilfe bis zum Fußballclub für die Jungen, Pizzaessen für die Mädchen, Koranunterricht und geschlechtergetrennte Ausflüge und so weiter und so fort, damit die Jugend nicht so wird wie die Deutschen. Das ist die größte Angst. Und dafür setzt man sich ein und dafür opfert man auch die gesamte Freizeit. Und das machen säkulare Muslime nicht. Ja, abgesehen davon, und da werden wir vielleicht auch noch gleich drüber sprechen, ist natürlich die Motivation, das ist bei säkularen Menschen immer so, die Motivation, sich für Religion in der Freizeit einzusetzen, ist es nicht so groß wie bei Menschen, die religiös sind. Das ist klar. Also manche Leute engagieren sich lieber im Elternverein oder im Fußballverein oder machen irgendwas ganz anderes, aber wollen jetzt nicht unbedingt in eine religiöse Organisation. Das ist das Problem, weil deshalb die Politik, zum Beispiel durch die Deutsche Islamkonferenz, aber auch durch verschiedene Partizipationsmodelle wie die Schura in Hamburg oder die andere Gremien, wir haben an allen theologischen, islamisch-theologischen Lehrstühlen an deutschen Universitäten haben wir sogenannte Beiräte, da sitzen auch wieder Vertreter muslimischer Organisationen drin, weil wir in all diesen Foren haben wir eigentlich nur und ausschließlich die Vertreter des politischen Islam, ganz wenigen Ausnahmen abgesehen. Und dadurch passiert Folgendes, dass diese Leute, die nicht die Mehrheit stellen, das kann man an Umfragen immer noch ablesen, wenn es um Einstellungsbefragung geht bei Muslimen, was halten Sie von der Scharia, was halten Sie von diesem oder jenem, kann man immer noch sehen, das ist nicht die Mehrheit. Diese Organisationen werden in eine Position gebracht, dass sie sozusagen den Islam in Deutschland repräsentieren. Und das ist in verschiedener Form nicht sonderlich sinnvoll. Auf der einen Seite ist es nicht sinnvoll, weil dadurch ein denkbar schlechtes Licht auf den Islam fällt und viele Menschen sagen, also wenn das Islam ist, will ich den hier nicht haben. Ja, also Islamfeindlichkeit wächst. Auf der anderen Seite ermächtigt man Akteure, die man besser nicht ermächtigen sollte, weil sie nämlich eine antidemokratische Agenda haben, weil sie eine anti-emanzipative Agenda haben, weil es schlichtweg totalitäre Organisationen sind. Und die sozusagen jetzt geadelt werden als Vertreter des Islam, als Vertreter der Muslime. Und dann kommt noch dazu, dass man immer dann, wenn es um Gesprächsformate geht, sorgsam darauf bedacht ist, keine heiklen Themen anzusprechen. Sondern man lässt sich sozusagen die Agenda von den Akteuren des politischen Islam vorschreiben. Und das nennt man dann Dialog. Also für mich wäre Dialog, dass man tatsächlich gleichberechtigt auf Augenhöhe alle Probleme anspricht, die man sozusagen wahrnimmt. Und da gehört dann doch noch einiges anderes dazu. Aber man hat große Angst, dass die Leute dann nicht mehr mit einem reden, also lässt man das. Und da können wir vielleicht auch noch drüber reden, was auch die treibenden Kräfte zum Teil sind, dass man trotzdem dabei bleibt, obwohl man schon eingesehen hat, dass es vielleicht eher ein Problem ist,
Ja, damit höre ich jetzt eigentlich auf und ich glaube, dann können wir direkt einsteigen in deine Fragen und das, was du ja, dir vorbereitet hast. Gerne. Dankeschön. Ja, vielen Dank, liebe Susanne. Ich habe Susanne Schröter, ich habe eben nachgedacht, als sie sich vorgestellt hat, 2012 kennengelernt auf einer Tagung zum Thema Ethnologie. Und seitdem sind wir im guten Kontakt. Das Buch ist sehr spannend. Kaufen Sie es, lassen Sie sich von der Autorin unterschreiben. Kann ich nur, sie kann das selbst nicht sagen, weil sie bescheiden ist. Aber ich kann sagen, lässt sich sehr, sehr spannend. Und weil eben in dem Buch sehr viele spannende Sachen sind und man das Buch ja kaufen kann, würde ich eigentlich auch über andere Fragen mit dir sprechen. Mhm. Ganz allgemeine Fragen, die im Moment eigentlich uns alle mehr oder weniger auch treiben. Während du gesprochen hast, fiel mir noch eine Sache ein. Früher gab es ja in Deutschland Papstkritiker. Also es gab ja Leute, die nannte man Papstkritiker und über die hat man gegrinst, gelacht, aber ich glaube nicht, dass die Polizeischutz gebraucht haben. Wie ist eigentlich mit Islamkritikern? Wie leben die und würdest du dich dazu zählen und wenn ja, in welcher Form? Zunächst mal, Islamkritik hat sofort das Geschmäckle, es könne was Rechtes sein. Es wird ja auch oft als Rechts bezeichnet. Islamkritik ist was Rechtes. Ich würde jetzt auch nochmal unterscheiden zwischen Islamismuskritik und Islamkritik. Ich halte beides, also ich würde mich als Islamismuskritikerin bezeichnen. Ich habe durchaus in Moscheen wunderbare Erfahrungen gemacht. Also ich bin eine überzeugte Ritualistin. Ich liebe Rituale. Da kriegt man mich nahezu zu allem. Also das finde ich ganz schön. Ich habe Probleme damit, wenn religiöse Normen anstelle von weltlichen Normen gesetzt werden. Und das ist beim politischen Islam der Fall und deshalb bin ich Islamismuskritikerin. Aber ich halte es auch für vollkommen legitim, Islamkritiker oder Kritikerin zu sein, genauso wie man jede andere Religion kritisieren kann oder kann ein glühender Atheist sein und kann sagen, jede Religion ist doch einfach nur Schwachsinn. Auch das kann man sagen. In einer Demokratie, in einer Gesellschaft, in der Meinungsfreiheit gilt, kann man das alles sagen. Meinungsfreiheit ist ja sozusagen die Basis der Demokratie. Ja? Ohne Meinungsfreiheit kann es keine Demokratie geben. Also von daher, und Kirchenkritik gehört zur Aufklärung. Ja, Islamkritik steht A, unter dem Verdacht, es könnte den Rechten nützen, und B, kommt das offensichtlich bei etlichen Muslimen aus dem Lager des politischen Islam so schlecht an, die versuchen, die Leute umzubringen. Es sind ja schon einige umgebracht worden. Also hier Charlie Hebdo. Ja? Da ist die Redaktion nahezu ausgelöscht worden, weil sie Satire über den Islam verbreitet hat. Die meiste Satire von Charlie Hebdo ist übrigens antiklerikal im Christlichen. Hat sich noch nie jemand darüber beschwert, geschweige denn, dass wir christliche Attentäter vor der Tür in Paris gesehen haben, die versucht haben, da irgendjemand umzubringen. Aber im Islam passiert so etwas. Und das ist natürlich außerordentlich bedenklich. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es kann nicht sein, dass in Deutschland Menschen, die den Islam kritisieren oder auch nur den Islamismus kritisieren, dass die unter Polizeischutz herumlaufen müssen. Wie viele von den Menschen, die wir kennen, die das tatsächlich machen müssen, das ist ein Armutszeugnis. Das ist ein Armutszeugnis für diese Gesellschaft, das ist auch ein Armutszeugnis für die Muslime. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich akzeptiere überhaupt nicht, wenn jemand sagt, warum soll ich mich davon distanzieren? Da habe ich doch nichts mit zu tun. Ich meine, ich distanziere mich auch von rechten Attentaten und sage nicht, damit habe ich nichts zu tun, nur weil ich keine Rechte bin. Aber wenn etwas im Namen von etwas geschieht, was ich vielleicht als Religionsgemeinschaft, wo ich mich dazu zähle, dann müsste mich das so sehr beunruhigen, dass ich nichts mehr anderes tue, würde ich jetzt sagen, als dafür zu sorgen, dass das nicht mehr passiert. Ja. Ich habe eben auch an diese Leute gedacht. Du weißt, dass Menschen, die den Islam kritisieren, wie du eben gesagt, gefährlich leben. Kannst du verstehen, dass Menschen Angst haben, ihre Meinung zu sagen zu dem Thema?
Kannst du verstehen, dass zum Beispiel in einem Land wie der Türkei Menschen Angst davor haben, sich als Atheisten zu outen? Ja, klar. Und wie kann man dann eben auch dementsprechend dem entgegen? In der Türkei kann man im Moment nicht dagegen arbeiten, aber hier in Deutschland, wie kann man eigentlich, müsste man dafür sorgen, dass die Atmosphäre der Toleranz und des Stehenlassenkönnens auch eben für die Muslimkritiker und Islamkritiker gilt? Absolut. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass da gerade nicht etwas einreißt. Unter dem Stichwort Islamophobie und antimuslimischer Rassismus wird gerade jegliche Art von Kritik unter Verdacht gestellt. Und es gibt genügend Leute, die möchten die auch unter Zensur stellen. Ja, also wenn ich mir schon anhöre, das wird als Hate Speech gelabelt, da fällt mir nichts mehr ein. Dann ist genau dieses Klima geschaffen, dass erstens niemand mehr was sagt und dass dann auch diejenigen Muslime, die sagen, ich bin Atheist, dass die überhaupt keinen Schutz mehr haben. Und das ist ja, das haben wir im Moment. Das ist das Problem, dass Menschen unter vorgehaltener Hand eigentlich ihre Meinung sagen, weil sie sagen, wenn ich das offen sage, dann wird mir gedroht, ich bin in Gefahr und ich kann mich nicht mehr frei bewegen. Würdest du sagen, dass auch der Erfolg gerade in diesen Kiez-Stadtteilen auch ein Stück auf Repression und Angst zurückzuführen ist von Seiten der Verbände? Ja, absolut. Je geschlossener eine Community ist, desto repressiver ist sie in der Regel. Ja? Und der Druck auf die Einzelnen ist enorm groß. Jetzt spricht die Ethnologin. Ja, ja. Ja, selbstverständlich. Das ist bei Face-to-Face-Gesellschaften so. Und im Prinzip ist die Moderne ja eine Befreiung. Die Moderne ist eine Befreiung, weil diese engen Gemeinschaften geknackt worden sind. Und überall dort, wo es alles eng ist, da darf man nicht aus der Reihe tanzen. Und da gibt es diejenigen, die Wächter der Moral, das sind dann immer die Alten, die Jungen unterdrücken. Und es gibt die Profiteure und es gibt diejenigen, die verlieren schon immer die jungen Frauen, aber auch oft die jungen Männer. Die jungen Frauen verlieren am allermeisten, muss man dazu sagen, selbstverständlich. Aber zu der Angst, das habe ich übrigens schon sehr häufig gehört, nicht nur von Menschen, die sich jetzt positionieren wollen als Kritiker, sondern bei Missständen, ja, dass mir Leute gesagt haben, also hör zu, das ist so und so. Und ich sage, ja, dann mach das doch mal öffentlich, um Gottes Willen. Ja, das geht gar nicht. Also es gibt, und das finde ich ganz bedenklich, es gibt hier sehr viele Menschen muslimischer Herkunft, die Angst haben, in Deutschland Richtig. Angst haben. Und das geht nicht. Jetzt nochmal genau zu der Frage, weil du auch gesagt hast, eben, es gibt ja eben den legalistischen Islam, es gibt den salafistischen und so weiter. Wie könntest du nochmal die Zahlen etwas präzisieren? Wie hoch schätzt du die Zahl derjenigen, die man wirklich zu dieser orthodoxen Gruppe rechnen müsste? Naja, die Frage der Zahlen ist gar nicht so einfach. Diejenigen, die organisiert sind in den Organisationen des politischen Islam, weiß man ja in etwa, wie viele Moscheen es gibt, wie viele Leute reingehen, das kann man hochrechnen. Das sind maximal 15%. Ja. Ja? Also eine kleine Minderheit, die hier gerade hochgejatzt wird als Vertretung der Muslime. Das ist das eine. Wie viele sind es? Ich habe es gegeben, es sind locker 30-40%. Die in den Moscheen sind? Nein. Aber ich würde sagen, Frau Schröter trägt vor und Sie werden später hinzugezogen, aber wir haben ja die Fachfrau hier oben sitzen. Genau, also es sind 15% schätzungsweise, wenn man sich anschaut, wirklich wie viele Moscheen es gibt, wie Muslime dort reingehen. Eine zweite Zahl ist die, wie viele Muslime teilen die Einstellungen. Ja? Und da gibt es eine ganze Reihe von Einstellungsforschungen, die immer wieder gemacht werden, bei unterschiedlichen Gruppen und da ist der Prozentsatz in der Tat höher. Der ist in der Tat höher, der ist aber auch noch unter 50%. Etwas beunruhigend ist es, dass Muslime der dritten Generation, das heißt geboren, aufgewachsen in Deutschland mit deutscher Staatsangehörigkeit, sich auch einschreiben in diese Erzählung des politischen Islam. Das heißt, dass man nicht automatisch davon ausgehen kann, die Freiheit überzeugt. Und nach drei Generationen haben wir hier überhaupt keinen Unterschied mehr. Die einen sind Kulturchristen, die anderen sind Kulturmuslime, manche sind auch fromm. Aber es ist nicht eben so ein Bruch. Und das ist nicht der Fall. Es ist nicht der Fall, sondern wir haben selbst in der jungen Generation etliche, die zum Teil
radikaler oder frömmer oder orthodoxer sind als ihre Eltern und Großeltern. Kenne ich selber welche, die Eltern sind fassungslos und die Jungen fangen an, herunterzubeten, was haram, also verboten und halal, also erlaubt ist, und möchten gerne, dass ihre Eltern auch diesen Regeln folgen. Da habe ich ganz absurde Geschichten miterlebt, dass Mädels, die waren noch keine 15, zum Teil 11, 12, mir erzählt haben, mit welchen Tricks sie ihre Eltern und Tanten, also Mütter und Tanten, dazu bekommen, ein Kopftuch anzulegen. Die Mütter und Tanten, die keine Kopftücher anziehen. Oder von jungen Männern aus einer salafistischen Truppe, die mir auch gesagt haben, mit welchen pädagogischen Mitteln sie die ältere Generation in ihrer Familie davon überzeugt, endlich nach islamischen Normen zu leben. Und einer hat mir gesagt, man muss sehr vorsichtig sein, man darf die Älteren nicht überfordern, damit sie das irgendwann akzeptieren. Also sie haben sich richtig Gedanken gemacht, und ich fand aber interessant, dass die ältere Generation viel entspannter war und die Jungen plötzlich gesagt haben, also das Ganze, wir müssen bei jeder Handlung überlegen, ist das Gott gewollt oder ist es nicht Gott gewollt? Und ich sage, warum müsst ihr das eigentlich machen? Ja, damit wir im Paradies, das ewig dauert, die Gewinner sind. Das ist jetzt ein Zitat. Das ist natürlich für die orthodoxen Vorstellungen, denke ich, sehr einleuchtend. Und in dem Zusammenhang würde mich nochmal interessieren, wie schätzt du die Gefahr eigentlich des Internets ein? Denn diese Jungen, von denen sprichst, der dritten, vierten Generation, die werden ja weniger durch Moscheevereine indoktriniert, als eigentlich vor allem übers Netz, also durch moderne Mittel der Kommunikation. Ja, ich meine, das Internet ist natürlich geeignet für radikale Kommunikation. Und ich habe mir eine Zeit lang diese salafistischen Videos angeschaut, die außerordentlich emotional aufgebaut sind, also so, dass sie junge Leute auch berühren. Und da sind die sehr gut drin. Also das Internet ist sicherlich ein wichtiges Medium, aber nicht alleine. Ich glaube, es wird überschätzt. Der Mensch lebt nicht allein im Internet. Und alle Radikalen haben nicht nur eine Online-Welt, sondern auch eine Offline-Welt. Und in der Offline-Welt muss man sich treffen. Und dafür gibt es Orte, wo man sich trifft. Also Online- und Offline-Communities gehen immer Hand in Hand. Und selbst wenn im Internet indoktriniert wird, aber es muss auch diskutiert werden und gelebt werden offline. Und da sind eben islamistische Communities wichtig, dass man das ausprobieren kann. Niemand sitzt alleine mit seinem Gesichtsschleier vorm Computer und bleibt da. Eine Frau oder ein Mann, der radikal ist, möchte auch sich mit anderen treffen. Und es gibt eine ganze Reihe von Orten, die den meisten von Ihnen sicherlich nicht bekannt sind. Hijabi-Läden zum Beispiel, wo man Kopftücher und Ganzkörperverschleierung kaufen kann. Oder sogar Messen in der Nähe von Frankfurt. Gibt es viermal im Jahr eine große Messe, ja, wo die Salafisten ihre Klamotten kaufen, ihr Parfum und ihre Bücher. Da wird dann noch gesammelt für irgendwelche Organisationen. Das ist sozusagen ein Happening auch. Ja, also es wundert mich nicht, weil ich glaube, dass sie natürlich auch ihr soziales Leben, wie du eben ausgeführt hast, hängt ja da dran. Ja. Und das gehört ja zum sozialen Leben dazu. Der Religion soll ja eigentlich alle Lebensbereiche durchziehen. Genau. Und dann ist es schön, wenn man einmal für alle drei Monate sich nochmal trifft und dann eben auch nochmal austauschen kann. Aber für mich natürlich die große Angst oder die Gefahr, die wir ja immer wieder hier auch hören, ist natürlich, Deutschland wird islamisiert und wir werden alle islamisiert. Würdest du nur mal etwas sagen wollen zu der reellen Gefahr, dass der Islam sich in Deutschland als eine rechtlich-politische Ordnung etablieren könnte? Naja, ich will jetzt keine Zukunftsszenarien aufstellen. Nur, dass der Druck zugenommen hat, ja, und zwar insbesondere im Bildungsbereich. Und das ist schon ein bisschen alarmierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir haben natürlich viele Schulen mittlerweile, in denen Muslime nun keine ganz kleine Minderheit mehr sind, schon in der Stärke, die auch einiges beeinflussen können. Und das passiert. Also von daher, und es gibt so Hochrechnungen vom amerikanischen Pew-Institut, wie viele Muslime wir 2050 haben. Also doch schon etliche mehr als heute. Und deshalb sage ich immer, es kann uns nicht egal sein, welche Art des Islam sich hier etabliert. Ja? Das ist also kein Thema, das man einfach mal übersehen kann sagen, ach, interessiert uns nicht, jetzt Umwelt ist viel wichtiger oder Arbeitsplätze oder irgendwas anderes.
ist es nicht. Es ist genauso ein wichtiges Thema und da muss man keine Panik machen, sondern da geht es darum, Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, wenn wir hier eine wachsende Anzahl von Muslimen haben, dann hätten wir gerne einen Islam, mit dem wir uns besser anfreunden können, als mit Teilen des Islam, der uns hier in einer dominanten Position begegnet. Nun ist es ja so, dass der politische Islam nicht ohne die politische Arbeit auch bewertet werden kann. Also ich meine ich die politische Arbeit in Deutschland selbst. Ich meine, du hast ja selbst eben ausgeführt, viele Institutionen hängen ja am Tropf im Ausland, sei es nun Türkei, ja. Saudi-Arabien, Katar wird immer wieder genannt, Katar. Iran ja. ist ein wichtiger Player, Ägypten ist ein wichtiger ja. Player. Also all diese Länder, Indonesien ist zwar zahlenmäßig sehr hoch, ist aber eigentlich als Einflussland für Deutschland nicht, hat ist, nicht die ist nicht Rolle. Wichtig. Aber die anderen ja. sind natürlich Player, die Know-how und Geld und alles, das nach Deutschland einstecken, also auch hier, um auch hier Institutionen aufzubauen. Wie würdest du die Rolle der deutschen Politik in dem Zusammenhang beurteilen? Ja. Ich weiß nicht genau, und zwar durch alle Parteien nahezu durch, was die Politiker da treibt, welche Ängste sie haben, dass sie nicht selbstbewusst stehen und sagen, also das ist jetzt gar nicht mehr akzeptabel. Also dass Herr Erdogan hier seine Wahlkampfreden halten kann, dass er in Köln die Moschee, die große Moschee, die eigentlich mal ein Zeichen für Integration sein sollte und die Herr Erdogan jetzt als exterritoriales Symbol der Türkei eröffnet hat, das hätte man nicht mitmachen müssen. Das ist totaler Unfug, ja, und das fällt einem auf die Füße. Also ich würde auch gerne mal mit dir auch im Gespräch herausarbeiten. Also ich empfinde die Politik in dem Punkt als sehr hasenfüßig. Total. Und will keinem, jedem wohl, keinem weh. Ja. Und alles wird verniedlicht. Was ist dein, also ich habe natürlich eine Meinung dazu, warum die Politik das macht. Was ist deine Meinung? Ich kann auch gerne meine Meinung sagen. Ich glaube, das ist gar kein Problem, weil ich glaube, durch die, also, das sind alles Wähler, man will keine Wähler verscheuchen. Ja, das ist das eine, das spielt vor allem für NRW natürlich eine große Rolle, dass man AKP-Anhänger als Wähler für sich gewinnen möchte und dann darf man nicht zu AKP kritisch sein. Ich habe selber schon gehört, sogar von Politikern, fand ich schon schockierend. Aber es ist ja nicht in allen Bundesländern gleichermaßen so, dass das jetzt so die wichtigsten Wähler sind. Ich glaube, man hat Fehler gemacht bei der Migrationspolitik, bei der Einwanderungspolitik. Die fallen ihm auf die Füße und jetzt möchte man alles richtig machen. Alles richtig machen heißt, bitte gar nichts mehr sagen. Ja? Dann ist man beseelt von der Idee eines naiven Kulturrelativismus. Alle Kulturen sind irgendwie gleich und wir dürfen auch niemandem was sagen. Nichts ist besser als das andere und dann ist man natürlich automatisch an einer sehr schwachen Position, wenn man mit Akteuren zu tun hat, die genau wissen, was sie wollen. Wenn man selber nicht weiß, was man will und der andere weiß, was man will, dann hat man im Prinzip schon verloren. Und das ist, glaube ich, noch ein zweiter Punkt. Dazu kommt, die Welt ist ja geopolitisch ein bisschen aufgeteilt. Es gibt traditionell gute Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei und Deutschland und dem Iran. Ja, während die Franzosen und die Briten haben zu anderen Ländern gute Beziehungen. Wie auch immer die Geschichte gelaufen ist, aber es gibt lange Geschichten und das möchte man ganz offensichtlich nicht ohne weiteres aufgeben und deshalb kritisiert man Machthaber nicht, obwohl sie Diktatoren sind oder in eine diktatorische Richtung gehen. Auch die Iran-Politik, da frage ich mich auch manchmal nach die ganze Berichterstattung nach dem Tod von Soleimani, der nun wirklich ein Kriegsverbrecher war, der ist hier am Anfang als Held dargestellt worden. Da habe ich mich dann schon gefragt, bei aller Kritik an Trump, aber bitte, so weit sollte das dann doch nicht gehen. Und die iranische Opposition ist überhaupt nicht vorgekommen. Ja? Das ist, passiert ja auch oft mit der türkischen Opposition. Die kriegen wir ja auch oft nicht mit. Da kriegen wir die Meinung von Herrn Erdogan mit. Aber was jetzt die Opposition in der Türkei sagt,
da muss man schon Experte sein, um das immer alles sich mal anzuschauen. Und beim Iran sieht es doch ähnlich aus. Also da hat man offensichtlich auch keine klaren Linien in der Außenpolitik. Das muss ich ganz sagen. Und Außenpolitik und Innenpolitik zusammen denkt ohnehin kaum einer, was ich auch für eine Katastrophe halte, weil beides gehört zusammen. Und Außenpolitik muss man mit der Wirtschaftspolitik zusammendenken. Und ich glaube, dass die Wirtschaftsbeziehungen Deutschlands gerade zu den Ländern sehr stark sind. Man will kein deutsches Geld verbrennen im Ausland, indem man sich mit den Diktatoren vielleicht dann irgendwie in die Haare bekommt. Naja, also, naja gut, das stimmt aber nur teilweise. Weißt du, schau mal an, die Sanktionen der USA. Deutschland hat die ganze Zeit festgehalten an den Wirtschaftsbeziehungen zum Iran, obwohl es möglicherweise wirtschaftlich schädlicher war, weil die Amerikaner sanktioniert haben. Also ja, du hast recht, selbstverständlich will man Wirtschaftsbeziehungen auf Teufel komm raus und will Geld verdienen, aber manchmal ist es noch nicht mal wirtschaftlich produktiv. Ja, man muss ja auch immer manchmal, ich bin auch manchmal ganz fasziniert, wie man über Menschenrechtsverletzungen in bestimmten Ländern, mit denen man ja wirtschaftlich sehr gute Beziehungen hat, hinwegsieht. Saudi-Arabien wird nie erwähnt, wenn es um Menschenrechtsverletzungen geht. Dafür werden andere Länder erwähnt. Warum? Es ist ein sehr stinkreiches Land. Öl spielt eine Rolle, Waffenverkäufe, all diese Dinge muss man natürlich denken. Absolut. Und da, also jetzt, da vielleicht noch zwei Sätze dazu. Der Westen tritt immer auf als Verteidiger der Menschenrechte. Und da macht es sich ganz, ganz schlecht, wenn man mit Diktatoren kungelt und sie auch noch stützt. Also die Doppelbödigkeit der Politik, die fällt auch auf uns zurück. Ja, natürlich. Also das ist ein... und einen Punkt dürfen wir auch nicht vergessen, das finde ich immer sehr, sehr spannend. Erdogan als Hausmeister der Flüchtlinge, dass keine kommen, das ist natürlich auch. Ja, das sind alles viele, viele Faktoren. Ja, ja. Und dann ist natürlich klar, wenn all diese handfesten Faktoren eine Rolle spielen, dass dann über manches hinweggesehen wird, was Erdogan hier in diesem Land anrichtet. Und wenn er, mein Gott, drei Schulen aufmachen will, was er sagt, komm, lassen wir. Ich fand es auch immer sehr interessant. Ich finde auch diese Machtkonstellation so spannend. Also ich meine, es soll ja auch nicht die türkische Regierung soll diese Schulen hier in Deutschland aufmachen und betreiben, sondern es sollen Vereine. Ja, ja. In diesem Land machen jeden Tag Vereine irgendwelche Ersatzschulen auf. Aber wenn es mit Vereinen aus der Türkei geht, spricht der deutsche Außenminister mit Erdogan über drei Schulen. Also das ist eine Aufwertung, die ich kaum nachvollziehen kann, aber die mir zeigt, welche Möglichkeiten Herr Erdogan halt hat, um die Politik der Regierung auch dementsprechend zu beeinflussen. Ja, ich meine, auch das Wohlverhalten gegenüber dem Syrien-Feldzug, zweimal schon, ja, wo unser Außenminister persönlich nach Ankara gepilgert ist und es da ein Bild gab, da schäme ich mich heute noch für, dass ich das überhaupt sehen musste. Also ich fand am allerschlimmsten, wie Frau Merkel auf so einem Thron gesessen hat bei Erdogan. Das ist schon ein bisschen her, aber das war ein sehr komisches Bild. Ich komme aus einem anderen Punkt. Ich habe nämlich auch zwei Dinge, die ich auch kritisieren möchte. Du hast an einer Stelle, also schreibst natürlich auch immer wieder vom säkularen Islam. Ich bin der Meinung, keine Religion kann säkular sein. Religionen sind nicht säkular. Religionen sind, wie sie sind. Sie haben ihr geschlossenes Weltbild. Und natürlich müssen die Menschen nach den Vorstellungen, nach diesem Weltbild leben. Und deswegen glaube ich, ist die Frage nicht, meiner Meinung nach, dass der Islam säkular wird oder irgendwie eingefangen, dafür haben wir Religionsfreiheit, aber dass wir Menschen gewinnen, säkular zu werden. Also da habe ich eine andere Meinung als du. Kannst du das mit dem säkularen Islam noch ein bisschen ausführen? Ja, das mache ich gerne. Ich bin schon der Meinung, dass es eine säkularisierte Religion geben kann. Und das Christentum hat einen Säkularisierungsprozess durchlaufen, zumindest in westlichen Ländern. Das Christentum ist heute hier in Deutschland nicht mehr das Christentum, das es zur Zeit der Hexenverfolgung war. Ja, das hat, ja, und auch nicht auch der Katholizismus ist nicht der Katholizismus, der er war vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Es gibt Säkularisierungsprozesse und Säkularisierungsprozesse haben etwas mit Theologie zu tun, mit theologischen Reformen, beispielsweise mit einer
Entfundamentalisierung. Deshalb habe ich den Fundamentalismus am Anfang auch genannt. Wenn man nämlich religiöse Quellen nicht als Wort Gottes nimmt, nicht als etwas, das in Stein gemeißelt ist, sondern sagt, das sind Richtlinien, sie sind in einer bestimmten Zeit entstanden und da ist möglicherweise ein spirituelles Prinzip drin enthalten, aber doch nicht in jeder Handlungsanweisung, die aus einem anderen Jahrhundert kommt. Und da gibt es natürlich sowohl in der christlichen Theologie, aber es gibt auch in islamischen Theologien solche Ansätze, nämlich einen hermeneutischen Zugang zu religiösen Texten zu finden. Und das kann man Säkularisierung nennen, weil dann man mit diesen Texten verfährt wie mit anderen Texten und schaut sie sich mit einer kritischen Distanz an. Ja, aber wir haben auch Zeugen Jehovas, wir haben die Evangelikalen auf der christlichen Seite. Das heißt für mich, Religion per se kann man nicht zu einer Säkularisierung zwingen. Das kann der Staat nicht. Der Staat muss ja Religionsfreiheit akzeptieren. Und deswegen glaube ich nicht, dass man jetzt in der Stelle sagen kann, welchem Islam jemand anhängt, können wir auch nicht von hier aus kontrollieren. Aber was wir kontrollieren wollen, und das ist für die Säkularisierung halt, finde ich, ganz wichtig, das heißt, eigentlich müsste an der Stelle, da sehe ich auch die eine Gefahr, Deutschland ist ja nicht so säkular, wie ich es mir wünsche. Das ist immer nur ein semisäkulares Land. Hinkt die Kirche, in der Säkularität. Ja, hinkt sehr nach und ist also meiner Meinung nach immer noch, die Kirchen haben viel zu viel Macht, sie haben viel zu viele Möglichkeiten und so weiter. Und ja, und ich sehe die Gefahr natürlich da drin. Der Staat muss ja sozusagen als neutraler Staat Äquidistanz zu allen Religionen halten. So, muss, es hilft nichts. Das heißt, der Staat hat in den nächsten Jahren nur zwei Alternativen. Entweder er gibt auch diesen islamischen Verbänden noch dazu all die Rechte, die die Kirchen haben, wie Wohlfahrtsverbände, eigene Krankenhäuser, eigene Schulen und so weiter. Oder der Staat wird säkularer und nimmt den Kirchen was weg, damit der Staat auch den... Du hast eben ganz, ganz deutlich gesagt, ich fand es auch spannend, dass du gesagt hast, die Funktionäre sind gut aufgestellt, die müssen nur abwarten. Die Zeit arbeitet für sie, irgendwann werden sie sagen, wir haben alle Voraussetzungen erfüllt, Staat, wir wollen die gleichen Rechte wie die Kirchen. Ja, bis jetzt, also rein auf der pragmatischen, gegenwärtigen Ebene erfüllen sie die Voraussetzungen nicht. Ja, aber es wird sich ändern. Das könnte sich natürlich ändern. Ich gebe dir absolut recht. Es ist auch meine persönliche Meinung, dass wir mehr Laizität brauchen. Also der Staat muss säkularer werden. Ich bin aber auch Realistin. Ja, ich bin, ja. Ich bin auch Realistin und ich weiß, wer wird das denn durchsetzen? Im Moment sieht es so aus, den Kirchen laufen die Mitglieder davon. Und von daher gibt es neue Koalitionen mit den Muslimen, um, sage ich mal, das trifft nie bestimmt nicht für alle zu, aber doch für einige, um einen religiösen Block zu stärken. Ja? Und da nimmt man es dann auch nicht so genau. So, die Kirchen sind natürlich nicht der Meinung, dass sie noch säkularer werden wollen oder der Staat... Sie sind ja nicht säkular aus meiner Sicht. Der Staat ihnen... die Privilegien wegnimmt. Und jetzt frage ich mich, welche Parteien machen das denn? Wir haben die linken Parteien, die mit ziemlich großer Mehrheit gerade dabei sind, aus anderen Gründen, nicht weil sie so religiös sind, aber aus anderen Gründen, den Muslimen sozusagen und auch den Islamisten die guten Plätze in der Politik zu verschaffen. Dann haben wir die CDU, die große Probleme hat mit einer fortlaufenden Säkularisierung. Ja, in der eigenen Partei sind genügende, die ja, das C eben vor der Partei, vor dem Parteinamen, das in der Weise nun auch nicht wollen. Das heißt, ich frage mich, und dann frage ich dich natürlich auch, als SPD-Politikerin, wer setzt das denn um, bitteschön, den säkularen Staat? Wer macht denn das eigentlich? Und deshalb sage ich, Pragmatikerin, ich wäre schon zufrieden, wenn hier eine fortlaufende Säkularisierung
wieder eintreten würde. Das heißt, wenn wir uns bewegen in diese Richtung, nicht, dass wir plötzlich einen säkularen Staat haben, wo, der fällt ja nicht vom Himmel. Nein. Wenn, dann kann es nur von uns Menschen ausgehen. Aber ich sag mal Folgendes. Du hast ja eben gesagt, die Kirchen verlieren jeden Tag an Mitgliedern. Die Leute treten scharenweise aus. Und die Politik, die Kirchen machen natürlich die Augen zu. Das würde ich auch machen, wenn mir die Kundschaft weglaufen würde. Aber auch die Politik ist nicht in der Lage, das sage ich jetzt auch als jemand, als SPD-Mitglied, in der Lage, sich auf diese neuen Zeiten einzustellen. Ich sage von hier aus ganz offen auch an alle Parteien, es gibt einen alten Spruch, einen Kaufmannsspruch, wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Das heißt, die Politik sollte da an der Stelle wirklich endlich mal den Mut aufbringen. Es fehlt den Politikern an Mut. Es ist ja nicht so schwer. Übrigens war aber die Weimarer Republik säkularer als die Bundesrepublik heute. Das müssen wir auch mal uns vor Augen führen. Und wir haben 2020. Vielleicht sollten wir mal die goldenen 20er der Säkularität wieder aufleben lassen. Ja, aber sehe ich, dass sich die Hasenfüßigkeit als Charaktereigenschaft eher noch verbreitet. Das ist natürlich ganz schlimm. Noch zwei Fragen und dann würde ich gern für Sie öffnen. Die eine Frage ist, du schreibst auf der letzten Seite deines Buches, Islampolitik ist ein Teil der Integrationspolitik. Oder sollte nicht mehr Islampolitik Teil der Religionspolitik sein eines Landes? Wie willst du Religion integrieren? Das kannst du ja gar nicht, meiner Meinung nach. Also sollte nicht Islampolitik Teil der Religionspolitik sein? Sollte man nicht Integrationspolitik und Religionspolitik voneinander trennen? Naja, sagen wir mal so. Ich weiß gar nicht, ob wir eine Religionspolitik brauchen, vielleicht lieber ja, aber nicht. Aber jetzt, Säkularität wäre eine Religionspolitik. Wäre eine Antireligionspolitik. Ja, zum Beispiel. Ich fände es schon gut, wenn wir die Religion nicht immer so hochhängen würden. Das wäre schon mal ein Anfang. Und zum Beispiel die Deutsche Islamkonferenz. Ich glaube, die Deutsche Islamkonferenz ist grundlegend gescheitert. Ja? Und warum ist sie gescheitert? Wir haben das am Anfang gesehen. Da sind die Verbandsvertreter eingeladen worden, es sind einige säkulare Kritiker eingeladen worden. Dann haben die Verbandsvertreter Druck gemacht, dass die Kritiker ausgeladen werden. Bei der letzten Runde waren wieder einige Kritiker dabei, aber viel passiert ist nicht. Da waren wir auch beide dabei. Als nächstes haben wir beide mit leichtem Entsetzen vernommen, dass die erste große Veranstaltung der Deutschen Islamkonferenz ausgerechnet was zu Islamophobie war. Da habe ich gedacht, na, das ist ja das drängendste Thema, das wir jetzt hier gerade haben. Und jetzt hat Herr Kerber, der ja für die Islamkonferenz verantwortlich zeichnet, ist überall auf Fotos mit der DITIB, die jetzt gerade in Deutschland ihre erste Imam-Ausbildungsakademie eröffnet. Da muss ich sagen, das brauchen wir nicht. Ja? Und ich glaube auch nicht, dass vielleicht als Ergänzung meines Buches, vielleicht ist Integrationspolitik ohne Religion die bessere Integrationspolitik. Ja. Da bin ich ganz deiner Meinung, da treffen wir es völlig. Und wenn du dir mal die alten alte Zeitungen oder Zeitschriften anguckst oder wie früher Integrationspolitik definiert worden ist als Bildungs-, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik und Religion null Rolle gespielt hat und erst in den letzten Jahrzehnten auf einmal alle den Islam entdeckt haben und dann versucht haben, über die Religion die Menschen zu integrieren. Heute denkt man ja nur, jede Integration geht über den Imam der Moschee, also solche Dinge. Dann glaube ich, dass einfach diese Geschichte muss rückgängig gemacht werden, meiner Meinung nach auch. Die Integrationspolitik muss sich mehr auf Bildung und Sozialpolitik konzentrieren. Absolut, bin ich auch und völlig frei von Religion. Also das ist ja natürlich, damit kann man nur eigentlich alles falsch machen. Damit kann man keinen Blumentopf gewinnen, indem man permanent in der Religionssoße rumrührt oder in der Islamsoße, weil ich glaube, damit machst du keinen zufrieden. Alle sind unzufrieden. Den Verbänden ist es nicht weit genug. Richtig, ja. Den anderen ist es zu weit und am Ende kommen die säkularen Muslime unter die Räder, weil sie nicht gesehen werden
und man einfach denkt, ja, also die muss man natürlich nicht integrieren, da sind ja die Gottlosen, muss man die integrieren. So, meine letzte Frage, du hast Herrn Gerber erwähnt, denn für die, die es nicht wissen, Herr Gerber ist Staatssekretär im Bundesinnenministerium und der Mann für Islampolitik. Er sprach vor ungefähr einem Jahr, hat ein Interview gemacht mit der Zeitschrift Cicero und dann hat er gesagt, es gibt einen deutschen Katholizismus, es gibt ein deutsches Protestantentum und warum sollte es nicht einen deutschen Islam geben? Und er würde jetzt sozusagen seine Energien da reinstecken, dass es zu einem deutschen Islam kommt. Glaubst du, es einen deutschen Islam geben kann, könnte? Und wenn ja, wie würde sich dieser Islam eigentlich zeigen? Ja, theoretisch kann es einen deutschen Islam geben. Das sage ich jetzt deshalb, weil ich habe ja in Indonesien gelebt eine Zeit lang. Es gab auch einen indonesischen Islam, der von den indonesischen Muslimen als indonesischer Islam bezeichnet worden ist. Und da haben die immer sehr klar gesagt, wir sind keine Araber, deshalb haben wir diesen ganzen arabischen Quatsch nicht. Das fand ich immer super. Und so etwas, eine Lokalisierung des Islam, eine Lokalisierung der Muslime, die auch ihre Religion, wir haben ja hier diese ganzen Lehrstühle für islamische Theologie, da kann ja auch mal was Positives bei rauskommen, dass sich auch die Theologie hier orientiert an dem, was hier üblich ist, auch wissenschaftlich üblich ist und nicht in Kairo üblich ist oder in Teheran üblich ist, sondern hier in Frankfurt oder in Düsseldorf oder an anderen Orten üblich ist, so wie man hier denkt, wie man mit Texten umgeht, nämlich eine kritische Analyse von Texten. Und das wäre für mich ein deutscher oder ein, was Amtibi sagt, ein europäischer Islam, nämlich einer, der aufklärerisch an Texte herangeht. Da müssen die Leute ja nicht ihre Spiritualität abgeben, aber nicht mehr so buchstabengläubig zu sein und zu glauben, dass das, was im 7. Jahrhundert gut war, heute die Leitkultur für Deutschland ist. Das ist doch Quatsch. Auch für eine muslimische Community ist das Quatsch. Jetzt will ich nur eins dazu sagen, weil du gesagt hast, wir haben ja Religionsfreiheit. Natürlich, wenn jemand Quatsch glaubt, dann darf er auch weiter Quatsch glauben. Aber man muss jetzt keinen Staatsvertrag mit den Leuten machen. Richtig. Das war ein schönes Schlusswort der Diskussion. Meine Damen und Herren, ich bin eine strenge Moderatorin. Wir haben 8:45. Gleich gehen die Lichter an, hoffe ich, dass man auch sehen kann, wer sich meldet. Und wunderbar. So. Und ich möchte Ihnen sagen, ich möchte auch denjenigen sagen, die mit dem Mikrofon rumgehen, wer meint, noch ein Referat zusätzlich halten zu müssen, da werde ich die bitten, denen das Mikrofon wegzunehmen. Geben Sie auch bitte das Mikrofon gar nicht aus der Hand, halten Sie es nur demjenigen, der was sagen will. Ja, ich kenne das. Wenn Sie das Mikrofon haben, halten Sie einen zweiten Vortrag. So, ich fange mal hier ganz rechts an mit der jungen Dame mit den roten Haaren. Das ist schon mal. Wo ist denn das? Ja, wunderbar. Mein Name ist Sigrid Hermann-Marschall. Ich bin hier in der Region mittlerweile tätig im Bereich Islamismus. Und vielen Dank erstmal, Susanne, für den schönen Vortrag und dir, Lale, für die interessanten Fragen. Meine Fragen richten sich an euch beide. Und zwar habe ich in den letzten 2 Jahren hier relativ viel Aufklärung in der Region gemacht, weil der politische Islam ist ja an Organisationen festgemacht. Und das kann man hier in Düsseldorf am Kreis der Düsseldorfer Muslime festmachen. Da kann man diese Moscheen an den verschiedenen Organisationen festmachen, man kann sie ideologisch zuordnen. Aber der von dir genannte religiöse Block einerseits und dann eine zivilgesellschaftliche Schale drumherum verhindert, dass selbst Salafisten eigentlich dann auch nicht mehr diesen Zugang zur Stadtgesellschaft haben. Der Düsseldorfer Kita-Imam ist immer noch aktiv, das habe ich unter anderem aufgedeckt. Meine Frage an euch ist, wie kann man das auflösen, diesen Block? Das wäre interessant von euch beiden zu hören. Und die zweite Frage ist dann, ihr habt eben gerade gesagt, der Herr Gerber möchte gerne einen europäischen Islam. Anfang des Jahres 2019 fand in Köln die große Konferenz statt, DITIB, Muslimbruderschaft. Da gab es die Absage
an den europäischen Islam. Klarer kann man es nicht haben. Es war in Deutsch und es ist völlig eindeutig. Wie kann man das an die Politik heranbringen, dass es diese Absage an den europäischen Islam bereits gibt? Also eine schwierige Frage. Im Prinzip ist, wie schafft man Veränderung, wie schafft man Aufklärung? Das ist ein außerordentlich mühseliges Geschäft. Es gibt auch diejenigen, die nie hören wollen. Aber man kann eigentlich nichts anderes machen, als immer wieder darauf hinweisen und auch den, auch Herrn Kerber und den Leuten, die hier in der, im Innenministerium sind, zu sagen, ihr habt doch sicherlich zugehört, was bei der Konferenz gesagt worden ist. Die Absage war deutlich. Und von daher muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin doch etwas ratlos, dass Herr Kerber, der ja nun weiß ich ja auch, was er will eigentlich, und dass er jetzt sagt, die Etablierung einer Imam-Ausbildung, der DİTİB unter Leitung der türkischen Regierung natürlich, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Da frage ich mich dann doch wirklich, was soll man da eigentlich noch tun? Also gut, mir fällt aber nichts anderes ein, als immer wieder doch beharrlich zu sagen, allen, mit denen man es zu tun hat in der Politik, liebe Leute, denkt bitte nach, ist das eine richtige Entscheidung, ist es eine falsche Entscheidung? Müssen wir wirklich zum Beispiel Parallelstrukturen erlauben? Müssen wir eine DİTİB-Akademie hier in Deutschland haben, wenn wir doch an 5 Standorten jetzt schon islamische Theologien haben und die Leute, die da als Absolventen ausgespuckt werden, wissen gar nicht, was sie da beruflich machen, wenn die Moscheen sie alle nicht nehmen. Das ist doch irgendwie kontraproduktiv, also auch mal eins und eins zusammenzuzählen. Aber man muss, glaube ich, immer wieder hartnäckig dabei bleiben und in der Hoffnung, dass auch Argumente überzeugen. Wir machen mal weiter mit Fragen. So, der Herr mit dem gelben T-Shirt. Guten Abend, mein Name ist Arno Schilz. Ich bin auch der Ansicht, dass wir es mit dem Versuch haben, einer religiösen Querfrontbildung, dass die Kirchen versuchen, mit den Juden, die sie ja früher mal verfolgt haben, und jetzt neuerdings auch mit den Islamen, eine gemeinsame Front gegen Aufklärung aufzubauen. Die Kirchen kämpfen schließlich seit 500 Jahren gegen die Aufklärung und haben auch mit Verbrechern wie Hitler und Pinochet und Mussolini und so weiter zusammengearbeitet. Man darf sich da keine Illusion hingeben. Die arbeiten mit jedem zusammen, der ihnen gegen die Aufklärung hilft. Und die andere Überlegung ist, Religion hat ja immer auch eine Unterdrückungsfunktion und Ausbeutungsfunktion. Und wenn das Christentum diese Funktion so peu à peu verliert, gibt es sicher Kreise, die an einer härteren Religion in Deutschland Interesse haben. Und die sehe ich im internationalen Finanzkapital. Danke. Vielen Dank für den Beitrag. Da geht's weiter. Mein Name ist Veris Gieber. Ich komme aus Köln, bin Sozial-, Markt- und Medienforscherin und rede deshalb auch mit sehr vielen Leuten. Ich lebe im Kölner Stadtteil Nippes, das sehr, sage ich mal, muslimisch und zum Teil auch fundamentalistisch orientiert ist. Und ich erlebe, aber auf der anderen Seite eben auch so diese alternative Gegenkultur hat. So, und da kommen zwei Sachen zusammen, die sehe ich auch gesellschaftlich bei uns in der Entwicklung. Nämlich die eine, was der Herr auch gerade ansprach, diese auf der einen Seite eine Sehnsucht nach wieder mehr Halt, mehr Struktur, weil sich auch, sage ich mal, säkulare Bio-Deutsche oder Christen, ursprüngliche Christen in unserer Gesellschaft, sage ich mal, relativ entwurzelt fühlen, bindungslos fühlen, diffus fühlen, also nicht das Gefühl haben, dass sie irgendwo Anhalt haben und dann das Gefühl haben, da ist irgendwo so eine Sehnsucht in dieser anderen Religion, da projiziert man was rein, was so ganz toll ist und das hat zum Beispiel mit klaren Regeln zu tun. Und genau. Und die Frage kommt jetzt, da diese gesellschaftlichen Entwicklungen so sind, wie sie sind, wäre meine Frage, wo seht ihr da einen Gegenentwurf? Also wie kann man Attraktivität wiederherstellen in so einem säkularen Bereich? Schwierige Frage. Das ist eine schwierige Frage. Also die Moderne, wenn sie gut läuft und Freiheitsrechte durchgesetzt hat,
ist eine Moderne der individuellen Freiheitsrechte, das heißt auch der Chancen, einem Kollektiv zu entkommen. Im Extrem haben wir dann eine Gesellschaft, in der sich auch manche Menschen verloren fühlen, weil sie rausfallen, weil sie niemanden haben, weil sie gerne Community hätten, aber wissen nicht wie. Und dann sind natürlich gerade fest strukturierte Gemeinschaften, und da bieten sich religiöse Gemeinschaften besonders an, die sind attraktiv, weil sie versprechen Halt. Da ist man mit anderen umgeben. Also ich weiß das von salafistischen Gruppen ganz besonders. Wenn da jemand reingegangen ist, dann hatte der plötzlich ganz viele Freunde. Die haben auch beim Umzug geholfen, und da hat man auch eine Frau gekriegt und alles Mögliche. Da war sozusagen das Paket für das schöne Leben. So lange, wie man alles mitgemacht hat. Dann hört das ja auf. So ist das eben bei diesen engen Communities. Aber die Zumutung der Moderne, dass man Verantwortung für sich selbst übernehmen muss und dass man da möglicherweise auch nicht immer eine große Truppe von Gleichgesinnten um sich herum hat, die kann man nicht abstellen. Man kann jemand nur auch in der Bildung ermächtigen, zu sagen, du hast Kapazitäten, du hast Fähigkeiten, gut für dich zu sorgen und auch soziales Leben zu haben. Aber man kann nicht plötzlich eine Community, die nach engen Spielregeln funktioniert, wieder aus der Taufe heben, nur weil manche Leute es gerne einfach hätten. So, ich gucke jetzt mal dahin, weil ich habe sehr viel von hier, Leute. Der junge Mann mit den, ja genau, Levis-Hemd da, genau. Ja, hallo, danke nochmal Frau Professorin Schröter für den Beitrag. Ich mache es auch ganz schnell. Ich habe irgendwie das Gefühl, als ob wir von Symptomen sprechen. Also ich würde gerne fragen, welche Rolle spielt da der Kolonialismus, sprich der Westen, der mit dem Orient eine Kontrastfolie begründet hat, um seine eigene Konsistenz ja zu begründen. Wenn sich der Islamismus oder der Fundamentalismus, sprich Sie haben ja gesagt, der politische Islam ist auch islamistischer Fundamentalismus, als eine antiimperialistische Befreiungsbewegung sich versteht. Und zweite Frage, Sie sprachen auch davon, dass Sie auch hier in Deutschland eine Radikalisierung wahrgenommen haben. Ich gehe davon aus, dadurch, dass ich Lehrer bin, dass die vor allem auch unter Jugendlichen sowas sehen. Mhm. Ich verstehe das dann so, dass ist das nicht eher ein Prozess der Selbstethnisierung, also nicht eher ein Prozess der Radikalisierung, sondern der Selbstethnisierung, weil die Politik und die Gesellschaft, die hiesige Gesellschaft, diese Jugendlichen eben nicht an dieser Gesellschaft hat partizipieren lassen. Ja? Also können wir nicht davon sagen, dass sie dann sagen, okay, wir gehen doch lieber zu Erdogan, weil wir hier gar nicht anerkannt werden. Ist nur eine Frage. Ja. Ich bin auf den Zusammenbruch des Osmanischen Reiches eingegangen, und das ist natürlich der Ursprung dieser letzten großen Welle von Fundamentalisierung. Hatte etwas damit zu tun, dass ein Großreich, ein imperialistisches Reich durch ein neues imperialistisches Reich ersetzt worden ist. Und das, also historisch gesehen, natürlich enorme Erschütterungen verursacht hat. Und das erlaubt auch, selbstverständlich, war das auch der Sieg des Westens, zumindest Gegenbewegung. Selbstverständlich. Und Gegenbewegung, die auch, deshalb habe ich gesagt, die westliche Politik ist nicht immer diejenige, die sie vorgibt zu sein, die natürlich auch durch Menschenrechtsverletzungen und auch dadurch, dass man mit Diktatoren zusammenarbeitet, unter Umständen dazu beiträgt, dass sich Islamisten als Befreier selber präsentieren können. Das führt auch dazu. Aber ich warne davor, allzu sehr in so eine Opfernarrative hineinzugehen, weil gerade jetzt bei uns, es gibt viele Formen von Diskriminierung, überhaupt keine Frage. Es gibt auch Diskriminierung von Muslimen, es gibt Diskriminierung von Frauen, von Homosexuellen, von älteren Menschen etc. Wir haben eine ganze Reihe von Diskriminierungen. Aber, und von Christen, wir tun aber gut daran, dass Menschen nicht bei ihrem Opferstatus stehen bleiben, sondern sagen, hier hat jeder, und das garantiert unser Grundgesetz, jeder Mensch, egal welcher Religion, egal welcher Hautfarbe, welches Geschlechts, welcher sexuellen Orientierung, hat die gleichen Rechte. Und diese Rechte muss man tatsächlich auch leben. So, wen nehmen wir jetzt dran? Ich gucke mal immer. Da hinten der junge Mann. Und dann gehen wir zu dem jungen Mann. Ich werde auch ein paar
bevorzugt junge Menschen zu Wort kommen lassen. Sehen Sie mir es nach, das ist jetzt nicht Altenbashing, sondern ich will auch deren Meinung hören. Bitte. Sie haben Beispiel Indonesien erwähnt und haben gesagt, dass Sie erlebt haben, wie die Liberalen dann, also wie dieser Islam plötzlich fundamentalistisch geworden ist. Meine Frage ist, Sie favorisieren die liberalen, säkularen Muslime in Deutschland. Was macht Sie so sicher, dass die genauso nicht kippen? Also, dass die dann irgendwann fundamentalistisch werden wie die in Indonesien? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, der Begriff der politische Islam, soweit ich weiß, hat bis jetzt nur irgendwie Verfassungsschutzbericht Österreich eine Definition bzw. Handlungsanweisung gegeben und haben gesagt, das sind die Leute, also steht auch drin, die Leute, die sich gegen die Assimilierung der Muslime dann, also die verhindern, dass sich die Muslime assimilieren. Und die Assimilierung, also die einzige Partei oder beziehungsweise hier in Deutschland, die das fordert, ist die Werteunion, beziehungsweise AfD als Ganze und CDU nur in dieser Werteunion. Meine Frage ist, diese Bestrebung, jemanden verbieten, sich zu assimilieren, würden Sie das als der politische Islam, also jeder, der irgendwie dagegen arbeitet, sich zu assimilieren und seine kulturelle und religiöse Eigenheit zu behalten, ist das der politische Islam? Danke. Nö, das würde ich nicht sagen. Das ist wirklich ein bisschen einfach. Also ich hab im Buch eine ziemlich lange Definition, was ich darunter verstehe. Das heißt, wie gesagt, die Basis ist natürlich eine fundamentalistische Theologie, aber dann geht es auch darum, tatsächlich die Sphäre des Politischen, und das bedeutet Staat und Politik und Gesellschaft, die Sphäre des Politischen und das Recht natürlich auch, zu versuchen, mit Normen, mit islamischen Normen zu durchsetzen. Und das hat mit Assimilierung in der Weise eigentlich überhaupt nichts zu tun. Assimilierung steht auf einem ganz anderen Blatt. Also definitorisch würde ich das vollkommen davon abgrenzen. Der Begriff des politischen Islam ist übrigens nicht nur von der Werteunion und von der AfD verwendet, sondern der wird auch von säkularen Grünen verwendet, säkularen Sozial... Ach so, nee, darum geht es mir gar nicht. Gut, wo ist jetzt? Ich würde sagen, jetzt hier sind, auf wen zeigen, wollen Sie selbst rankommen oder wollen Sie jemanden, sondern zugunsten von jemandem hier, ich verstehe Sie ganz schlecht. So, der Herr hier hat sich ja ganz viel gemeldet. Dann kommen Sie und kommt der Herr da hinten dran, bitte, weil er sich auch schon sehr oft gemeldet hat. Ja, genau. Vor 7 Jahren habe ich einen Herrn kennengelernt von der Uni Düsseldorf, der war Teilnehmer für das Verfassungsrecht bei der ersten Islamkonferenz 2006, 2007 bei Schäuble, bis 2009 bei Schäuble. Und er hat das Zahlenmaterial, was ich eben so reingeworfen habe, Sie haben die Zahlen detailliert vor sich liegen, habe ich Ihnen ja gerade gegeben, zusammengebröselt, also 120.000 DITIB-Anhänger, 50.000 Islamrat, da gehört auch Mili Görich drin, 30.000 VEKZ und 12.000 vom Zentralrat der Muslime von Herrn Masiek. Zusammen 212.000, habe ich ihn aufgeklärt, das wusste er nicht. Man muss die Zahl mal 5 rechnen, die zählen nämlich nur im Islam den männlichen Haushaltsvorstand. Also Ehefrau und 3 Kinder mal 5 sind über 1 Million. Die Frage ist, wir kommen nicht umhin, den langen Arm von Erdogan kritisch zu thematisieren. Der Herr Wallraff hat den Text, den ich Ihnen gegeben habe. Das heißt, wir müssen den Leuten auch was zumuten in Deutschland. Das heißt, die steuerliche Gemeinnützigkeit, zum Beispiel der Grauen Wölfe, der ATB, Türk-Föderation abschaffen. Da kann ich die PKK verbieten und die Grauen Wölfe steuerlich gemeinnützig lassen. Das versteht kein kritischer Einwanderer hier, dass wir das so handhaben. Wir sind immer Partei und nicht neutral. Das heißt, auch im linken Bereich und grünen Bereich gibt es die Forderung, wie stehen Sie zu der Forderung? Die zweite Forderung ist mir ganz wichtig, die Hermes-Bürgschaften abzuschaffen. Das heißt, deutsche Firmen, wenn die Ausfälle haben in der Türkei, bezahlt der deutsche Staat, also Sie alle bezahlen das mit, wenn türkische Firmen nicht bezahlen. Also Hermes-Bürgschaften abschaffen und die NATO-Mitgliedschaft der Türkei auflösen. Wie stehen Sie dazu? So. Also die erste Frage kann ich ganz einfach beantworten. Ja, ich bin auch dafür, dass die Gemeinnützigkeit entzogen wird, und zwar nicht nur der Grauen Wölfe.
Die Hermesbürgschaften, ich glaube, das muss man nicht nur in Bezug auf Erdogan denken, sondern die Frage überhaupt, welchen Sinn machen die Hermesbürgschaften, das finde ich jetzt zu kurz gegriffen, da jetzt nur in Bezug auf Erdogan zuzuantworten. Und die NATO-Mitgliedschaft, oh mein Gott, die NATO, ist glaube ich... Ja, ich weiß, ich sage es selbstverständlich, also vollkommenes Unding, ja, vollkommenes Unding. Aber das würde jetzt auch eine längere Antwort brauchen, als nur jetzt mal ja oder nein. Ja. Ja. So, jetzt sind Sie endlich dran. Ja, okay, du hältst. Schönen guten Abend, mein Name ist Achim Horn. Ich gehöre jetzt zu den Veranstaltern vom Düsseldorfer Aufklärungsdienst und ich habe nur eine Frage. Sie haben ja ein hervorragendes Einführungsreferat gehalten, die halbe Stunde. Hat Ihnen da die Bundeskanzlerin oder der Staatssekretär, der für diese Integration zuständig ist, mal zugehört? Denn das hat ja eigentlich sehr viel erklärt. Nein. Vielleicht könnten die mir mehr zuhören. So, Sie wollten jetzt noch mal. Ich heiße Jürgen Grimm, komme aus Mühlheim an der Ruhr. Ich war auch schon in vielen Moscheen. Gestern wurde mir gewarnt vor dieser Veranstaltung. Ich solle hier nicht hingehen. Echt? Von wem? Ja, ja, das war die Veranstaltung Mensch macht Rasse, die Antirassismusforen in Nordrhein-Westfalen. Die haben mir gesagt, nein, nein, zu der, ich will das jetzt nicht wiederholen. Sonst wird es unappetitlich. Aber sie haben über politischen Islam geredet. Und die Frage ist ja, wenn der politische Islam hier in Nordrhein-Westfalen immer mehr an Bedeutung gewinnt, ich meine, wir haben ja bei den unter 14-Jährigen schon eine Mehrheit an Muslimen und im nördlichen Ruhrgebiet ist es so, dass die Muslime 90% der Geburten ausmachen. Wenn das also der politische Islam im Zuge dieser Veränderungen nach und nach an Bedeutung gewinnt, Schritt für Schritt, können wir dann überhaupt noch so frei reden, etwa darüber, dass die türkischen Muslime den Völkermord an Armeniern 1915 bis 17 begangen haben. In der Schule, da wird es dann schwierig, dürfen wir noch etwa Witze machen über Mohammed? Dürfen wir etwa über die Pogrome an Juden, der Blutsonntag vom 19. April 1936 an den Juden, also alle Juden von Haifa sind damals ermordet worden, 1912 in Fes. Das sind Dinge, vielleicht kann man das heute noch sagen, man kriegt vielleicht Hausverbot in Einrichtungen, das kenne ich auch schon, weil ich sowas gesagt habe. Aber in Zukunft, da wird es ja wahrscheinlich noch schlimmer werden, da darf man solche Dinge gar nicht mehr erwähnen. Was denken Sie, wie weit wird das gehen, diese Denk- und Sprechverbote? Also ich bin der Meinung, dass Meinungsfreiheit absolut verteidigt werden muss, überall, und dass man auch in den Schulen, ich würde mir wünschen, dass es von den Kultusministerien ganz klare Handreichungen gibt, wie man Konflikte, die im Moment schon da sind, wie man sie löst, nämlich tatsächlich klare Regularien, was behandelt werden kann, nämlich alles. Was gesagt werden kann, nämlich alles, und wie man ansonsten den Schulalltag organisiert. Das heißt, jedes Kind nimmt an allen schulischen Veranstaltungen teil, etc., etc., damit da keine Unsicherheit weiter besteht in den Schulen. Im Moment tragen das die Lehrer und Lehrerinnen aus, oder die Schüler und Schülerinnen müssen es austragen und im Zweifelsfall noch die Schulleitungen. Aber von den Kultusministerien kommt im Moment nicht viel, was diese Problematiken mal sinnvoll strukturiert und da mal für ein wenig Entlastung sorgt an der Schulfront. Würde ich mir sehr wünschen, wenn es das mal gäbe und da mal ein für alle Mal klar ist, wie die Regeln in der Schule sind und dass die auch nicht verhandelbar sind. Ich glaube, gerade wenn wir zunehmend Stress haben, braucht es klare Regeln, nichts anderes. Das auch hat nichts mit Assimilierung zu tun, sondern ein Gemeinwesen und ein Staat und auch eine Schule, die funktionieren einfach nach Regeln. So ist das in Institutionen. Und wenn man keine hat, dann setzen sich da krause Leute durch oder es gibt das reine Chaos. Also in gewissen Bereichen bin ich für klare Regeln. So. Ja, guten Tag, Charlotte Biegler-König aus dem Wissenschaftsmanagement vor allem. Eine Frage, ich habe mal gelesen, dass der Islam, ich habe die These gelesen, dass der Islam eine Religion auf dem stillen Rückzug sei und sich daraus diese islamistischen Strömungen erklären ließen. Würden Sie dieser These zustimmen?
Nein, ich halte das für vollkommenen Quatsch. Das gibt überhaupt keine empirische Evidenz dafür. Und ich weiß auch, wer diese These aufgestellt hat. Ich frage mich, wie man tatsächlich dazu kommt. Ja. Ach, das ist Traumtänzerei und das macht auch logisch keinen Sinn. Wenn etwas auf dem Rückzug ist, dann gibt es nicht gleichzeitig mehr Radikale, sondern nur, wenn eine bestimmte Strömung, das ist auch in anderen politischen radikalen Strömungen übrigens nicht anders, wenn eine radikale Bewegung auf dem Rückzug ist, gibt es nicht mehr Gewalt, sondern dann gibt es weniger Gewalt. Und von daher passt das nicht. Natürlich gibt es Säkularisierung. Wir haben hier viele Menschen aus muslimischen Gesellschaften, die komplett säkular oder sogar atheistisch leben. Das gibt es. Wir haben auch solche Prozesse in der arabischen Welt. Ich war 2017 im Iran. Ich meine, die Moscheen sind leer. Und die Leute, die einen ansprechen, sprechen einen ständig an, die haben auch die Nase voll von der Religion, weil sie die ganze Zeit von diesem politischen Islam drangsaliert werden.